Hallo ihr Lieben, ich habe heute für euch den Most Warm Things Tag Winter Edition und ich sehe gerade, dass ich total dunkel aussehe im Gesicht, aber das bin ich gar nicht. Okay, Frage Nummer 1. Meistgetragener Nagellack. Und ich habe sehr oft schwarz getragen, aber jetzt nichts Besonderes und oft halt auch weiß. Das ist von Essie, die Farbe Blank. Und den habe ich jetzt schon ein paar Mal gezeigt in die Kamera. Ich mag diesen weißen Nagellack jetzt seit Winter wieder total gerne, weil ich einfach damit sehr viel machen kann. Und ja. Ich habe natürlich auch sehr viel schwarz und rot getragen, aber ich muss echt sagen, am meisten habe ich damit rumexperimentiert. Ja. So, dann Frage Nummer 2 lasse ich aus, weil das meiste Haarprodukt ist und ich habe einfach keins. Und ja, Frage Nummer 3. Meistgetragene Tasche. Und ich habe ja die Wickeltasche, deswegen gilt es ja eigentlich nicht. Und hier draußen hupt jemand rum. Aber wenn ich mal mit meinem Schatz was unternommen habe oder ich einfach alleine unterwegs war mal, um was zu erledigen oder so, habe ich meine Longchamp-Tasche angehabt. Und das ist halt diese mittlere mit den kurzen Henkeln. Ich mag die mit den langen Henkeln nicht. Und ich mag auch wirklich nur dieses Modell an Taschen oder die ganz, ganz großen, aber auch mit den kleinen Henkeln. Und ja, so ganz normal schwarz-braun. So, dann meistgetragene Schuhe. Da habe ich 2 Stück. Und zwar einmal diese hier. Das sind so Boots, so im Used Look. Also die sind total abgefranst und so. Die habe ich schon 2 Jahre. Die habe ich aber allerdings aus Italien. Ich weiß, dass es beim Primark genauso welche gab. Und keine Ahnung. Also es ist auch schon sehr lange her, dass die dort gab. Aber ja, die haben halt hier hinten so Nieten. Also hier kann man das auch nach oben klappen, aber das finde ich total hässlich, deswegen bleibt das so. Und ja, ich war eigentlich nie so der Boots-Typ, aber die haben mir auf einmal dieses Jahr gefallen. Ich habe die jetzt seit 2 Jahren und habe dieses Jahr das erste Mal angezogen. Und ja, wie gesagt, aus Italien, deswegen kann ich leider nicht sagen, ob die hier irgendwie hier herkriegt. Aber hier gibt es natürlich auch jede Menge Boots in Deutschland, die auch so ähnlich sind. Und ja, ich wollte noch irgendwas dazu sagen, was ich jetzt vergessen habe. Ja, mich haben viele danach gefragt, woher ich die habe. Und jo, das waren die auf jeden Fall. Und noch ein zweites Paar, und zwar meine Air Max, die mit den, ja, so orange und grau, schwarz, weiß. Die habe ich irgendwie am meisten getragen. Und ja, die sehen auch gar nicht mehr so weiß aus. Aber ja, die sind einfach richtig gemütlich und entweder man liebt sie oder man hasst sie. Ich liebe sie und ja, was soll ich dazu sagen? Air Max halt, ne? So, dann kommen wir zu Frage Nummer 5. Meistgetragenes Accessoire. Und da habe ich hier meine Michael Kors Uhr. Die habe ich wirklich nonstop getragen. Also die trage ich immer noch nonstop. Seitdem ich sie habe, trage ich sie, also seit dem Sommer. Und ja, werde ich auch weiterhin immer tragen. Ne? So, dann Frage Nummer 6. Meistgetragenes Kleidungsstück. Und zwar einfach, ich habe halt nach der Schwangerschaft immer noch so ein bisschen Bauch gehabt. Also klar habe ich jetzt auch noch ein bisschen, aber dann hatte ich mehr. Und ich sehe gerade, das ist auf links. Ich muss mal umdrehen. Und ja, dann habe ich halt immer so lockere Oberteile angezogen. Und am meisten hatte ich das hier an. Moment. So, dieses hier. Das hat halt so 3/4 Ärmel und ist halt so gestreift und gold und grau. Was ist da noch so drin? Ja, so dunkelgrau, hellgrau. Und ja, das war von Pimkie und das hat, glaube ich, 30 Euro gekostet. So, dann Frage Nummer 7. Meistgetragene Foundation und das ist eindeutig die Astor Skin Match Fusion Foundation, also Make-up. Die hier in der Farbe 100 Ivory und die habe ich wirklich am meisten getragen. Ja, ich habe viele getragen, aber die habe ich auf jeden Fall am meisten getragen. Frage Nummer 8. Meistgetragener Bronzer und oder Blush. Da habe ich 3 Produkte. Also Bronzer habe ich am meisten benutzt, Benefit Hoola. Habe ich jetzt auch schon, keine Ahnung, in meinen letzten 2 Favoritenvideos und so weiter und so fort auch schon gezeigt. Ja, ich liebe diesen Bronzer einfach und keine Ahnung.
Und dann Blushs, einmal der von Kiko, die Farbe 103. Und das ist einfach so ein schönes, kräftiges Peach. Und es hat auch so einen leichten Goldschimmer, den man jetzt wahrscheinlich in der Kamera nicht so erkennt. Auf jeden Fall den hier. Und jetzt so Ende Winter habe ich am meisten P2 Snowkissed. Aus der Snowkissed LE 010 Peachy Cheeks. Und das ist halt diese Farbe hier. Da könnt ihr es gut sehen, weil es ein loses Blush. So, dann Frage Nummer 9. Meistgetragenes Lippenprodukt. Wo ist denn das? Ah, hier. Und zwar ist das ein Lippenstift von Catrice. Die Farbe 190, the nuder the better. Und das ist einfach ein Nude-Ton. Ja, ist halt mit Baby immer so ein bisschen schwer und deswegen habe ich auch nicht so oft Lippenstifte getragen. Aber wenn ich mir dann gedacht habe, okay, ich trage jetzt trotzdem ein, dann meistens Nude-Tone. Ja. So, dann meistgetragene Wimperntusche. Die brauche ich echt nicht in die Kamera zu halten. Essence, I Love Extreme. Und dann kommen wir zum Schluss. Letzte Frage, meistgetragene Lidschatten. Und da habe ich, 5 verschiedene Sachen, weil ich mich einfach nicht entscheiden konnte, weil es wirklich immer variiert hat zwischen den 5 Sachen. Und zwar einmal die Naked Palette habe ich wirklich benutzt bis zum geht nicht mehr. Also ja, am meisten natürlich immer die zwei hier vorne, die hier und die hier. Das sind Virgin Sin, Sidecar und Half Baked und top. Top, top, top. Dann von Kiko einen Lidschatten, die Farbe 05. Und das ist einfach dieser wunderschöne Ton. Den habe ich aber wirklich nicht so oft getragen. Aber ich liebe diese Farbe einfach. Und es ist einfach, ja. War auch ein sehr schöner Begleiter diesen Winter. Und dann MAC Woodwinked. Und ich merke gerade, dass das total mein Augen-Make-up diesen Winter total so goldlastig war. Hier nochmal, ich swatch euch nochmal die Farben, ne? Weil ich ja so lieb bin und so nett. Die zwei brauche ich jetzt nicht wirklich swatchen, also ich kann euch Zinn mal swatchen. Aber es ist auch nicht so. Also so ein schönes, helles Rosa. Sidecar hier. So ein schimmriges Grau. Ja, Grau. Und Half-Baked ist einfach Gold. Und dann habe ich Kiko euch gezeigt. Der sieht so aus. Yay. Ja, Woodwink muss ich eigentlich gar nicht zeigen. Hier. Also, so. Und dann muss ich mal hier gerade mal abwischen, weil ich will ja nicht den ganzen Rest noch einsauen. Okay. Dann noch 2 Color Tattoos von Maybelline Jade. Und zwar einmal die Farbe On and On Bronze. Und die habe ich meistens in Kombination mit diesem Kiko Lidschatten oder mit dem Woodwinked von MAC getragen. Einfach eine wunderschöne Farbe. Ich liebe sie. Und Und dann, wie heißt denn der hier? Der Mist. Die Farbe 40 Permanent Taupe. Permanent. Permanent Taupe. Und das ist einfach so ein Taupe-Ton. Also, ja. Dieser hier. Und das war's. Das war der Most Worn Things Winter Edition Tag. So. Zum Brecher. Und ja, ich hoffe einfach, dass das Video euch gefallen hat und dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und der Laptop geht gerade von alleine an. Der Laptop geht gerade einfach von alleine an. Auf jeden Fall, ich verabschiede mich jetzt, wird jetzt eh wieder zu laut, weil der Laptop hier spinnt und einfach angeht. Und wir werden uns im nächsten Video wiedersehen. Und wie gesagt, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Schaut in die Infobox und bis dann.